Ihr habt das wurden so wie auch das Epica in den Formen Camber und Double Rocker. Kannst du dazu sagen, was ist der Unterschied? Für wen ist was geeignet? Genau. Man kann nicht sagen generell, dass das eine schlecht oder das andere gut ist. Das Beste ist immer, wenn die Leute die Möglichkeit haben, das zu probieren, weil jeder von uns hat anderen Stil und hat anderen Bedarf. Camber, das ist die klassische Vorspannung, das ist, da hast du besten Kantengriff. Die Kante kommt sofort und hält perfekt. Bei Double Rocker hast du nur 60% Camber unter den Füßen, das bedeutet, da wo du stehst, stehst du zentral auf dem Board, die Kante kommt auch und dann vor der Bindung und hinter der Bindung hast du leichtes Nose Rocker, das bedeutet, die breiteste Stelle von dem Board ist leicht in der Luft und das macht das ganze Board spielerischer, drehfreudiger, du verkantest weniger. Das bedeutet, für jemanden, der neue Tricks ausprobieren möchte oder technisch nicht so begabt ist, Double Rocker, jemand, der die Leistung sucht, der schnell unterwegs ist, lieber Camber.